Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Excel-Tutorial. Im heutigen Video wollen wir uns anschauen, wie ich bei Microsoft Excel die Gitternetzlinien mit drucken kann. Das ist eigentlich ganz einfach, wenn man weiß, wie es funktioniert. Und in einem der letzten Videos haben wir bereits gelernt, dass ich unter Ansicht hier die Gitternetzlinien ein- und ausschalten kann, aber wir sehen, sie sind jetzt aktiviert und trotzdem gehen sie mir beim Drucken verloren, sieht man hier schon an der Vorschau. Wie kann ich das ändern? Dafür befinde ich mich hier in der Arbeitsmappe und wechsle hier von irgendeinem Reiter auf den Reiter Seitenlayout und finde hier den Punkt Gitternetzlinien. Hier haben wir einmal den Punkt Anzeigen, das ist das, was wir hier auch haben, so kann ich sie anzeigen oder auch nicht, und darunter noch den Punkt Drucken. Wenn ich das jetzt auswähle, dann werden die Gitternetzlinien mitgedruckt. Das schauen wir uns noch einmal kurz in der Vorschau an, unter Datei und Drucken, haben wir hier jetzt eine Vorschau und da sehen wir auch, dass die Gitternetzlinien mitgedruckt werden. Von daher eigentlich ganz einfach, aber ist so ein bisschen Zusatz zu dem Tutorial, was wir letztens gemacht haben. Und da das recht häufig gesucht wird, wollte ich euch das noch schnell mitgeben. Das war's dann an dieser Stelle auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, euer Chavo. Ciao.